Die Lichttechnik sorgt erstmal dafür, dass man auf der Bühne überhaupt was sieht. Und dann sorgt sie auch noch dafür, was genau man sieht und wie man es sieht. Also hebt sie Sachen in einer Szene hervor oder vertuscht sie durch gesetzte Schatten. Und sie kann durch Farben und Farbtemperaturen dafür sorgen, dass eine Szene kalt wirkt, warm wird und kann somit die Emotionen im Stück verstärken. Zusammen mit dem Regisseur sorgt die Lichttechnik dafür, dass die Emotionen, die auf der Bühne und im Stück passieren, noch hervorgetragen werden und dass der Zuschauer wirklich in die Bühne, in das Bühnenbild und in das Stück hineingezogen wird. Je nach Regisseur ist es unterschiedlich, ob die Lichttechnik selber kreativ wird und nur zum Beispiel Stimmungen oder Emotionen vorgegeben wird oder ob der Regisseur wirklich Bilder vor Augen hat, für die man dann die passende Beleuchtung finden muss, die passenden Leuchtmittel und die passende Positionierung dieser. Die größte Herausforderung, finde ich, ist der kurze Zeitrahmen. Man hat oft nur ein paar Tage und an diesen Tagen nur ein paar Stunden im Theater selbst. Und auch wenn man sich vorher viel überlegt hat, sich die Szenen durchdacht hat, sich einen Lichtplan erstellt hat, wirkt im Raum selber mit den Schauspielern auf der echten Bühne alles nochmal ganz anders. Um dem vorzuarbeiten, kann man mit einer guten Vorplanung arbeiten. Man kann sich detaillierte Lichtpläne schaffen, in denen man darauf achtet, dass man Scheinwerfer für mehrere Szenen benutzen kann, dass man wirklich darüber nachdenkt, welche Grundlichtstimmungen man braucht, auf denen man dann vielleicht mit Specials aufbauen kann. Und man sollte auch immer das Budget im Auge behalten. Das ist tatsächlich auch gar nicht so einfach und muss dann lernen, kreativ mit den Lampen, die man zur Verfügung hat, umzugehen. Mir persönlich macht tatsächlich das Programmieren am meisten Spaß, wenn ich mit dem Regisseur zusammensetze und entweder selber kreativ werde oder seine Ideen und Emotionen umsetze und mir dann überlegen muss, mit welcher Lampe ich jetzt diesen Effekt kreieren kann, den er sich vorgestellt hat. Dabei sitzt man oft lange am Pult und kennt irgendwann jede Lampe auswendig, braucht nicht mehr nachzugucken und ist wirklich wie im Flow. Und das macht mir persönlich am allermeisten Spaß.